Ein Edelstein fehlt noch und dann haben wir alle und können die Überstraße machen. Willkommen zurück zu Let's Replay Crash Nitro Kart. Nach zwei relativ knappen Edelstein Cups, dem lilan, dem blauen und dem, ja, nee, dem lilan und dem blauen, haben wir beim letzten Mal beim roten relativ gut abgeschnitten, waren relativ chillig unterwegs, jetzt sind wir hier bei Jungle Boogie. Die Strecken, die jetzt noch kommen, sind Jungle Boogie, Tiefseefahrt und Zeitlos in diesem Cup und es ist halt ziemlich gut gelaufen beim letzten Mal in dem roten Cup, der auch eigentlich einfache Strecken hatte mit Inferno-Insel, relativ einfach. Die Meteor-Schlucht, wo ich einfach ziemlich viel Vorsprung hatte, am Ende aber noch fast verkackt habe. Und die Fließbandstraße, da konnten wir auch nicht mehr viel falsch machen, haben insgesamt die Maximalpunktzahl von 27 erreicht. Und ich hoffe, dass es heute hier in diesem Cup genauso gediegen läuft. Beim letzten Mal war unser Widersacher hauptsächlich Dingodai. Mal schauen, wie es heute wird. Ob Crash und Coco wieder zurückschlagen. Die waren nämlich im blauen Edelstein Cup ziemlich gut unterwegs. Vor dem letzten Rennen hatten alle drei, also Coco, Tiny, Coco, Tiny und Crash, 9 Punkte. Und das war schon ziemlich knapp, aber wir haben ganz easy das Ding auf der Elektrostraße da gerockt, weil es einfach kein Problem war. Und Coco und Crash einfach nur außerhalb der Punkte landeten. Und wir sogar auf dem ersten Platz, was gar nicht nötig war. Es war dann im Endeffekt doch relativ eindeutig. Wir mussten aber auch noch vor dem einen Typen da, der jetzt auf Platz 4 ist oder mittlerweile auf Platz 3. Vor dem muss man auch noch ins Ziel kommen, egal ob das jetzt Sam oder Sam ist, ist auch vollkommen egal. Ich glaube, es ist eher Sam mit E. Aber ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Jetzt habe ich wegen dem Item Mist verkackt. Ich muss nochmal da hoch. So. Ich glaube sogar mal mit Ansage. Da sieht man, denke ich mal, auch schon ein bisschen den Fortschritt aus diesem Spiel. Wie ich mittlerweile mit dem Drift und dem Boost umgehen kann. Beziehungsweise wie ich weiß, wie das funktioniert. Ich glaube, würde ich jetzt hier das Platinlied versuchen, würde ich auch deutlich besser abschneiden. Einfach weil ich mittlerweile besser den Boost und sowas alles einschätzen kann. Und auch die Kurve und sowas vom Tiny. Wie das alles hier funktioniert, die ganzen Dynamiken. Läuft momentan, glaube ich, definitiv besser als am Anfang. Noch relativ eng hier alles beisammen. Die hätte ich besser nicht abgeschossen. Abkürzung können wir vergessen. Hoffen wir einfach mal, dass wir jetzt auf jeden Fall noch vor Oxid ins Ziel kommen. Das wäre ganz schön. Und vor den anderen natürlich auch. Aber Oxid ist der Zweite, deswegen habe ich jetzt mal in ihm die Gesamtheit verbunden. Was weiß ich. Ist auch egal. Sollten wir schaffen. Oxid ist sogar noch, ich glaube, in so ein Frozen Ding da reingerast. Keine Ahnung. Hauptsache, wir sind Erster und haben Spaß. Nein. Ich hasse Mediamarkt. Ah, und es geht weiter auf der schlimmsten Strecke im ganzen Spiel. Tiefseefahrt. Lange war es eigentlich Donnerschlag für mich irgendwie. Wahrscheinlich wegen dem T. Das habe ich auch falsch geschrieben in der Beschreibung. Fällt mir jetzt erst auf. Da habe ich geschrieben, dass das T ist irgendwie das Problem gewesen. Das ist doch das K, mein Gott. Muss ich gleich nur ändern. Der Part ist noch nicht online, noch lange nicht. Noch 2-3 Tage oder so. Dann kommt er, glaube ich, online. Ich hänge gerade bei den Krankenwagen-Parts beim Uploaden. Damit ihr es einordnen könnt. Heute ist der, ich weiß es nicht, Moment. Letzte Woche Mittwoch, 11.11. Heute ist Montag. Heißt, heute müsste der 16. sein. Ja, auf jeden Fall. 16. November ist heute und heute kamen hier die Krankenwagen-Parts aus diesem schönen Level hoch, ja. Aus dieser schönen Strecke. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch einige Zeit dauern. Es ging um irgendwas in Phänomena, oder? Ach, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ist auch egal. Ist völlig wurscht. Wir fahren das Ding jetzt hier easy heim. Ach genau, es ging gerade um CNK-Buchstaben und so. Um das K, was ich falsch fälschlicherweise als T beschrieben habe in der Beschreibung. Was ich nur ändern wollte, genau. Es ging ja darum, wann der online kommt. Aber könnt ihr euch dann vorstellen, wenn wir noch nicht mal Baron fertig haben und dann. Das war ja, glaube ich, das. Fast das letzte, was wir in Phänomena gemacht haben. Es war fast das letzte. Danach kam nur noch die Kristallarena. Erst die zweite Runde? Ist das nicht schon die dritte Runde? Alter, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist echt die dritte Runde gewesen, aber okay, gut. Marcel lässt die zweite Runde. Von mir aus. Ich kann die Strecke langsam. Also an sich langfahren ist kein Problem. Solange ich jetzt keine Zeitgesten einsammeln muss, ist die Strecke doch ganz in Ordnung. Nein, das war so kacke. Ich bin da richtig kacke gedriftet. Ich wollte schon viel zu früh driften.
Engine ist hier erst, das ist ja sehr interessant. Der langsamste hier aus meinem Team. Very interesting. Vielleicht kann das dafür sprechen, dass man hier vielleicht doch mit einem kurvigen Charakter fahren sollte. Wie Cortex. Die Zeit-Challenge habe ich ja, soweit ich weiß, mit Tiny gemacht. Ich glaube, die erste, die ich wirklich mit Cortex gemacht habe, war ja dann der Donnerschlag. Ich glaube, in Terra und Baron habe ich tatsächlich alle mit Tiny gemacht. Bin ich mir aber auch schon gar nicht mehr sicher. Schon wieder ein paar Wochen her. Interessiert mich auch eigentlich nicht. Ich weiß nur, dass ich hier auf jeden Fall Tiny benutzt habe. Das kann ich mit Gewissheit sagen. Da habe ich mich oft genug über den Wendekreis von ihm beschwert. Ja, der Engine klebt noch ziemlich am Arsch. Das war jetzt natürlich doof. Vor allem war es wieder meine eigene, wenn ich mich nicht täusche. Was das Ganze noch ein bisschen dramatischer macht. Ich werde wieder die Abkürzung nutzen, aber diesmal hoffentlich ein bisschen besser boosten. Das war doch elegant, oder? Komm, das war elegant. Nicht von dem Ding treffen lassen, habe ich mittlerweile auch Übung, da richtig zu landen, beziehungsweise darauf zu achten, wo ich da lande. Ja, es war jetzt dumm. Ich wollte unbedingt warten, aber ich bin schon auf das Turbofeld gefahren. Dann bringt das Warten natürlich nichts. Weil man automatisch nicht wartet. So, easy going. Erster auf meiner Hassstrecke. Ja, was willst du mehr? Damit haben wir schon wieder 18 Punkte gesammelt. Und dann dürfte der letzte Cup ja auch schon gegessen sein. Engine war, glaube ich, gerade nicht erster, nicht zweiter oder so. Ich glaube, das ist sogar jetzt schon geritzt. Ich weiß es nicht. Nee, noch nicht. Entrance kann noch gewinnen. Ähnliches Prozedere wie beim roten Edelstein Cup. Aber auch hier haben wir keine Probleme. Es ist zeitlos. Gut, natürlich haben wir da jetzt ein bisschen den Nachteil mit Tiny. Ich hätte mir eigentlich vorher schon überlegen können, weil wir hatten ja auch schon jetzt hier die Tiefseefahrt, die vielleicht mit Cortex auch ein bisschen angenehmer ist, dass ich da doch definitiv mal Cortex nehmen könnte. Ich wusste ja, welche Strecken jetzt hier dran kommen, hingegen zu den anderen Parts. Aber ich finde, man sieht schon deutlich so eine Entwicklung in den Cups. Also der lilane, der letzte, den ich jetzt den ersten gemacht habe, also den ersten, den ich jetzt gemacht habe, der eigentlich letzte Edelstein. Der Cup war schon deutlich, deutlich schwieriger und auch der blaue war deutlich schwieriger, als jetzt hier der rote und der grüne auf der anderen Seite. Auf der rechten Seite. Ja, da sieht man schon eine deutliche Entwicklung, würde ich sagen. Wie schwierig das hier so werden kann. Weil hier die beiden Cups sind echt jetzt kein Problem. Ich habe echt das Gefühl, dass die KI da ein bisschen lower ist. Die ist echt nicht so stark eingestellt. Aber das kann wieder purer Bullshit sein, ich weiß es nicht. Na, gut. Ach, aber Entrance wurde getroffen. Coco ist erster, das müssen wir ein bisschen beheben, würde ich sagen. Am besten mit so einer schönen Rakete oder so. Oder wir fahren einfach noch vorbei. Moment, ich will. Mann! Ich würde ein bisschen langsamer fahren und dann Coco abknallen, aber es hat nicht geklappt. Weil ich selber gefressen wurde. Ja, will ich ja, aber die Dinger sind ja auf der Strecke. Mehr oder weniger. Das hat mich halt gefressen. Habe ich in der Zeitdruck-Challenge gesagt, das ist hier ein bisschen schwierig mit Tiny. Ist es auch. Am Endeffekt ist es trotzdem machbar hier. Easy going. Da wurden, glaube ich, schon wieder welche vom Flügel erfasst. Soll mir recht sein. Na, ich schaufel mir wieder mein eigenes Grab. Mach ich oft genug. Jetzt packen wir mal die Abkürzung, würde ich sagen. Gerade habe ich sie nicht versucht, weil ich irgendwie gar nicht daran gedacht habe, dass hier die Abkürzung ist. Oh Gott, war das kacke. Können wir schön abschminken. Schnauze! Ich weiß, was ich tue. Ich habe immerhin schon 12 Platin-Regte. Also sag mir nicht, was ich hier tun muss, in welche Richtung ich fahren muss. Das weiß ich schon ganz genau. Und wenn ich andersrum fahren will, dann fahre ich andersrum. Frechheit. Ah, Coco auf Platz 1 gefällt mir gar nicht. Entrance ist gerade auf Platz 3. Der ist natürlich jetzt hier mein Kontrahent, den ich besonders im Auge behalten muss. Aber das gilt eigentlich nur, solange er erster ist, wenn ich nicht in den Punkten bin. Wie gesagt, genau wie gerade in dem Cup. Mir kann eigentlich nichts mehr passieren. Außer ich fliege jetzt nochmal irgendwie runter und verliere durch wertvolle Punkte. Aber auch Entrance ist noch nicht erster, also muss ich mir eigentlich wirklich keine Sorgen machen. Auch wenn er eigentlich schon die ganze Zeit gut dabei ist. Aber Coco ist momentan besser. So, war mir klar, dass die hier, ne? Können wir ein bisschen abkürzen. Auch so eine kleine Mini-Abkürzung. Wir versuchen es wieder. Unsere absolute Herrschaft zu zeigen, wunderbar. Und damit ist das Ding geritzt. Uns holt keiner mehr ein, wir haben den Cup locker gewonnen. Und vielleicht kommt selbst in Trance gar nicht in die Punkte. Ich weiß gerade gar nicht, wie es bei Dingo da jetzt im letzten Cup war. Beim roten Edelstein, es regnet gerade, ne? Schön. Wieder ganz... Suddenly. Ohne Vorwarnung. Nicht, dass es mich interessieren würde, aber... Auf den Fancy-Mod kacken wir jetzt, würde ich sagen.
Ich will einfach ein bisschen schön driften hier. Mit Tiny. Driften, ja. Klingt ein bisschen widersprüchlich. Na, schön driften kann man hier mit Tiny nicht unbedingt, aber driften kann man doch schon. Seht ihr ja, also. Die Straße ist schon breit genug dafür eigentlich. Die Strecke kann man so ein bisschen mit Dingo Canyon vergleichen, habe ich noch nie gemacht, aber doch gerade so von der Straße, von der Umgebung her natürlich, ist Einöde und so. Das kann man doch schon ganz gut mit Dingo Canyon vergleichen. Man kann sehr viele Sachen vergleichen. Man kann vielleicht auch die Geheimhöhlen mit der Tiefseefahrt vergleichen. Oder es gibt so viele Möglichkeiten. Oder natürlich große Röhre in erster Linie, aber auch die Geheimhöhlen irgendwie. Also man kann da schon Parallelen ziehen zwischen sehr vielen Strecken. Zwischen fast allen wahrscheinlich. Also du kannst bei jeder Strecke hier in diesem Spiel wahrscheinlich irgendwie einen Ursprung in Crash Team Racing finden. Wobei ich bei den Baron Ruinen mir jetzt gar nicht sicher wäre, was da für eine Strecke vielleicht irgendwie was damit zu tun haben könnte in Crash Team Racing. Aber sicherlich kann man das. Oder Dschungelboogie. Womit soll das gleich sein in Crash Team Racing? Oder mit was kann man das vergleichen? Keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung. Ist aber auch nicht wichtig. Wir können jetzt das letzte Zeitrelikt versuchen. Oh mein Gott. Wir haben jetzt 11 Minuten rum. Ja, wir haben hier alles geschafft. Terra, Baron, Phenomena, Techni. Das Velo-Gewölbe haben wir mit bisher allen Edelsteinen abgeschlossen. Fehlt nur noch die Hyperstraße und das Zepter von Velo im Endeffekt. Hier genau 12 Platinrelikte auch nochmal nicht zu vergessen. Nimmt da noch alles auf. Ist alles wunderbar. Momentan nehme ich schon Stunde 3 auf. Sehr produktiv bisher. So. Dann speichern wir. So, ich habe zwar gesagt, wir können das nicht mehr packen, den Rekord von Crash Team Racing, vom Replay. In der Theorie schon. Es ist gerade der 24. Part. Das heißt, wenn ich jetzt in diesem Part oder im nächsten Part relativ zackig dieses Relikt hier hole und dann noch Velo besiege im nächsten Part spätestens, in diesem wird sowieso nichts mehr, selbst wenn ich das jetzt packen würde. Wenn ich das schaffen könnte, dann hätte ich tatsächlich genauso lange gebraucht wie beim Let's Replay von Crash Team Racing. Aber ganz ehrlich, das kann ich mir, glaube ich, abschminken. Also der Velo-Kampf könnte tatsächlich easy werden. Alter, meine Uhr, ne? Das ist voll krass, aber mein Handy. Das war, als ich heute die Aufnahme gestartet habe, ich glaube bei 40%. Jetzt ist es mittlerweile bei 14%. Und ich habe nur die Uhr da drauf laufen. Das ist irgendwie schon, ist schon heftig. Okay, ich habe wahrscheinlich wieder ganz viele Anwendungen nicht geschlossen, die ich heute im Laufe des Tages benutzt habe, aber trotzdem finde ich das schon ziemlich krass. So. Gut fahren, Zeitkisten einsammeln, alles so wie immer. Und dann hoffen, dass wir eine relativ gute Zeit bekommen. So, hier muss man dann wieder sich den Weg merken und so. Ich habe echt Schiss vor der Strecke. Respekt und Schiss vor allem. Weil das wird nicht einfach. Das wird einfach nicht einfach. Ach, ich hätte die so schön holen können. Das muss man halt wissen, ne? Da muss man vielleicht auch mal ein bisschen was riskieren dann. Da man eigentlich nicht wissen kann, wann. Ja, ihr hört vielleicht gerade das Handy. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. So, hier muss man jetzt leider auch die Abkürzung hinkriegen. Was auch immer ein bisschen problematisch ist. Oh Gott, ja. Es war jetzt ein verzweifelter. Ich glaube, ich versuche erstmal ein bisschen die Abkürzung. Nee, komm, wir starten neu. Das lohnt sich nicht jetzt hier. Rumzumerkeln, das hat keinen Sinn. Wir versuchen direkt ein bisschen Gas zu geben. Gas geben sollte man hier auf jeden Fall. Das steht natürlich außer Frage. Aber mit Platin ein bisschen zu rocken, das wäre schon ganz gut. Aber es ist das letzte Platin-Relikt, was wir hier holen müssen und das ist chillig. Vielleicht sogar das letzte in den Replays, ich weiß es nicht. Kommt drauf an, ob ich da wirklich noch was bei Crash XS mache. Okay, rechts und links geht oder links und rechts dann wahrscheinlich. Kann man sich schon mal merken. So, hier war jetzt gleich das linke weg. Eigentlich, jetzt war ich aber auch ein bisschen schneller. Hätte ich natürlich bedenken müssen. Jetzt war ich ein bisschen schneller, weil ich jetzt da eben nicht bei der ersten Flamme verbrannt bin. Das habe ich nicht mit ins Kalkül gezogen. Und die Flamme ist ja gerade relativ knapp weggegangen. Ich bin drüber gesprungen, super. Was muss ich denn jetzt alles? Nee, ich muss sonst nichts mehr machen, gut. Muss man ja mal wissen. Ich gucke mir jetzt erstmal die Strecke ein bisschen an. Wo Zeitkisten sind, wo fiese Zeitkisten sind. Die 2-Sekunden-Kiste ist bestimmt nicht ohne, die wir jetzt gerade verpasst haben. Aber generell gibt es ja auch ein paar andere Zeitkisten, die uns durchaus wieder vor Probleme stellen könnten, wenn wir zu spät abspringen oder gar nicht oder keine Ahnung. So, hier war jetzt, glaube ich, auch in der Mitte so oben eine. Nee, okay, gut. Das waren nur die Kisten da auf der normalen Strecke. Also die einzige Strecke, die wir jetzt hier noch im richtigen Teil des LP sehen,
ist jetzt nur noch die Hyperstraße. Wir sehen jetzt nur noch dieses Relikt hier und dann den finalen Kampf gegen Velo. Eieiei. Hier können halt auch überall Kisten sein und das ist kacke. Dafür habe ich Angst, dass hier irgendwo auf der Rückseite Kisten sind und ich die nicht finde. Dafür habe ich wirklich Angst, das muss ich sagen. Keine Ahnung, wie viel Platin hier ist. Wahrscheinlich doch eine gehörige Portion runter. Wenn man sich mal anguckt, dass wir ja schon 4 Minuten Zeit haben, ist das schon sehr lang. Aber die Strecke ist halt auch lang. Muss man dann auch zugeben. Wir fahren rechts lang, dann können wir uns gleich aussuchen, wo wir lang fahren. Beziehungsweise das ist nicht wichtig, wir müssen nicht darauf achten, wo wir lang fahren. Was immer sehr wichtig sein kann. So, die 1-Sekunden-Kisten haben wir ja alle schon. Jetzt passt das hier wunderbar. Und das jetzt hier drüben, wunderbar. Das hat jetzt schön gepasst. Das passt jetzt wahrscheinlich vom Timing hier hinten nicht. Ja, gut, das habe ich halt gerade ein bisschen verkackt, ne? Deswegen habe ich das jetzt auch verkackt. Ich habe es wahrscheinlich schon generell verkackt, wie in der 2-Sekunden-Kiste, die ich jetzt nicht erwischt habe. Aber durch die Abkürzung gesprungen bin. Jetzt bin ich da drüber gesprungen, gut. Die 3-Sekunden-Kisten sind also auch definitiv ein Problem. Wenn man da früh springen muss, aber halt auch nicht zu früh, dass man noch genug Schwung hat. Gut, da muss man ein bisschen aufpassen. Generell. Ich glaube aber, dass das mit Tiny auf jeden Fall die beste Wahl ist. Also Tiny ist die beste Wahl. Und deswegen werde ich jetzt auch weiter mit Tiny hier versuchen, die Zeit-Challenge. Hallo. Mein Gott. Ja, schön vorbeifahren. Das könnte mal richtig dreckig werden hier. Richtig dreckig könnte das werden. So, wir gucken jetzt mal ein bisschen rum hier. Was haben wir hier? Da haben wir auch noch eine Zeitkiste gehabt. Okay, gut. Wenn wir hier jetzt irgendwas übersehen, wäre es echt kacke. Hier ist, glaube ich, kein an der Stelle. Aber hier sind wieder welche, zumindest eine. War super, nicht getroffen. Und hier ist, glaube ich, auch keine. Kann ich aber nicht mit Gewissheit sagen. Hier werden wir bestimmt die eine oder andere Kiste dann übersehen. Dafür kann ich ja schon fast garantieren. Ich will einfach mal zu Ende fahren, auch wenn wir nicht alle Kisten holen können. Das steht fest. Wir können zumindest mal die höchstwertigen einsammeln und dann gucken, was bei rumkommt. Das können wir auf jeden Fall machen. Und werde das noch schön durchboosten. An solchen Stellen hier. Wäre eigentlich ganz schön, wenn wir irgendwie Gold rausholen könnten. Was sicherlich nicht einfach wird. Aber es wäre auf jeden Fall schön, um zu wissen, was wir denn jetzt so für Platin brauchen. Na schade, ich dachte, da komme ich drauf. War nicht so. Vielleicht ist es auch doch nicht so viel, ja, Zeitänderung, die wir hier haben. Okay, das war zu früh. Da muss ich einfach einen Rhythmus, ein Gefühl für bekommen. Oh. Nein, jetzt fall ich auch noch runter. Das wäre jetzt doof. Ich glaube, das war sogar ganz in Ordnung. Was jetzt hier Gold angeht. Wobei, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn wir Saphir bekommen, dann haben wir immerhin schon mal einen Wert für Gold und sehen, wie weit die Goldzeit von Saphir weg ist. Wäre auch schon mal was. Wir haben jetzt relativ wenig Zeitkisten nur noch. Wir haben jetzt viel übersehen. Heieiei. Insgesamt habe ich mittlerweile doch irgendwie die Hoffnung, dass es doch relativ schnell geht. Wir kommen an sich eigentlich ganz gut durch, würde ich behaupten. So, hier war jetzt nur eine. Genau, die 3 Sekunden hier. Hier weiß ich nicht, hier waren glaube ich keine mehr, ne? Habe ich die hier alle? Glaub schon. Ne, hier waren noch 2 Kisten, gut. Da muss ich aufpassen. Da habe ich glaube ich auch noch eine gesehen. Heftig, heftig. Wir holen uns immerhin mal Saphir. Und schauen, was Gold ist. Okay. 3 Sekunden runter für Gold. Ist ja absolut machbar. Wir haben, man muss sich reinziehen, wir haben 8 Zeitkisten übersehen. Na, das kann man sich allein mal gönnen. Oh, ich glaube, die, scheiße, ich hätte mir die Zeiten angucken sollen. Ich glaube, die erste Zeit ist nämlich immer Platin. Das war jetzt dumm von mir. Da habe ich nicht nachgedacht. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall noch einen Versuch und dann schauen wir, wie wir so abschneiden in dem Versuch. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ist ja hier auch eigentlich nur eine Annäherung in diesem Part. Also ich habe nicht irgendwie behauptet, oder... Ich habe nicht, die Hoffnung gehabt, dass ich das jetzt hier direkt irgendwie ballern werde. Wir dürften jetzt eigentlich 100% haben, wenn das... Ja, ich glaube, das Zepter an sich bringt ja noch was, ne? An Prozenten. Deswegen haben wir, glaube ich, nicht alle Prozent... Also wir können nicht 100% haben, wenn wir zu Velo gehen. Das geht, glaube ich, nicht. Bin ich mir aber nicht sicher. Keine Ahnung. Aber das Zepter ist ja auch noch ein Gegenstand da in dem Menü. Deswegen wird es wahrscheinlich... Prozente bringen. Sonst könnte man ja 100% haben, ohne Velo ein zweites Mal besiegt zu haben. Okay, dann bringen einem die 100% nichts, weil man will ja eigentlich die Sequenz sehen, aber ja, ist so.
Ist halt so. So, okay. Gut. 101% bekommt man natürlich dann sowieso erst, wenn man alle Goldrelikte hat. Im Internet wurde öfter ja behauptet, es wären Platinrelikte notwendig. Beziehungsweise man hat es damals dem Zugzug so gesagt. Es sind aber nur Goldrelikte im Endeffekt gewesen. Das war jetzt kacke. Ja, das war ultra kacke. Ich würde gerne neu starten. Das will ich richtig rum machen. Ich habe mir jetzt aber nicht gemerkt, was richtig rum war. Erst links, dann rechts, oder? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Scheiße, das muss ich gleich nochmal prüfen. Wie rum das jetzt richtig war. Habe schon wieder vergessen. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Sie sind immer noch krank. Sehr, sehr krank. Hey, wo haben sie plötzlich den Flügel her? Nee. Erst rechts, dann links. Kacke. Schön, und jetzt habe ich die Kiste nicht mehr bekommen. Weil ich dumm bin. So, und jetzt rechts, jetzt rechts. Da geht das Feuer dann gerade erst wieder an. Ist auch relativ knapp. Oh Gott, das war kacke. Entweder alle oder gar keine. Ich habe mich für zwei entschieden. Was nicht so schön ist. Gut, Abkürzung geknackt und vor allem die 2 Sekunden erwischt, weil das ist das Wichtige, wenn man die Abkürzung nimmt. Kann auch versuchen, einfach oft die Abkürzung zu nehmen, dann auf die Kisten da zu scheißen. Aber der 10-Sekunden-Bonus und die Kisten, die da sind, sind, glaube ich, deutlich wichtiger. Vor allem, weil es hochwertige Kisten sind. Es sind 2- und 3-Sekunden-Kisten, die da häufig sind. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall. Muss man mal festhalten. Also die Abkürzung da öfter zu nehmen, lohnt sich nicht. Das kann ich sagen. Mit Sicherheit. Mit sehr viel Sicherheit. Aber hier wirklich alle zu kriegen, ist, glaube ich, echt kacke. Mit diesen Kackröten. Da werde ich, glaube ich, immer eine irgendwo verpassen. Und das ist dann bitter. Wenn man alle anderen hat. Das kann dann echt bitter sein. Ich muss gleich echt gut zählen. Hier am Ende ist dann immer nur noch eine. Okay, gut. Die habe ich jetzt. Die hole ich dann halt in der nächsten Runde. Ist kein Ding. Wenn man hier natürlich auch mal so eine Kiste verpasst beim Durchspringen, ist das auch schon kacke. Richtig kacke. Bisher eigentlich noch keine Probleme. Also die 3,45 ist natürlich die Goldzeit, darf man nie vergessen. Das ist kein Richtwert für Platin. Das hat jetzt gut gepasst, was mich ein bisschen wundert. So, hier war jetzt das Feuer, das heißt, in der nächsten Runde ist es hoffentlich wieder andersrum. Das müsste jetzt hier passen, mit der linken, jawohl. Sammeln ist hier noch gerade eine Kiste ein. Hat schön geklappt. Und jetzt hoffentlich die ganzen Sprünge kacken. Nicht verkacken, sondern schaffen. Heilige Scheiße, das war knapp. Nein! Wir haben schon verkackt. Wir haben schon verkackt, zumindest alle Kisten. Und Platin mit, ohne alle Kisten wird nicht möglich sein, da bin ich mir sicher. Das ist das Problem bei der Strecke. Nicht so wirklich das Fahrerische, das ist eigentlich in Ordnung. Aber da alle Kisten zu holen, an dieser Stelle, in diesem Bereich... Sowohl die Abkürzungskiste, die 2 Sekunden da, als auch die ganzen 3 Sekunden Kisten da. Das wird ziemlich schwierig. Da lege ich mich fest, das wird schwierig. Der Rest an sich geht. Es ist auch leider so eine Stelle, wo man nicht zurückfahren kann. Also es bringt einem dann nichts. So, da ist noch eine. Da muss ich mir merken, ganz nach rechts fahren oder ganz nach links fahren oder wie auch immer. Das wäre jetzt kacke, weil da sowieso keine Kisten sind an der Stelle. So, hier sind aber wieder Kisten. Ja, da muss man einfach ein bisschen experimentieren, wie das da so passt, wo man durchfahren kann, wo noch was sein könnte. Das wird schon lustig. Vielleicht können wir trotzdem Gold kriegen. Aber ich glaube, es ist relativ unwahrscheinlich. Ja, super. Jetzt haben wir sowieso eine Kiste übersehen. Ich würde dann halt mal gerne die Kisten zählen, um zu gucken, ob ich dann am Ende irgendwie eine Kiste übersehe bei den Röhren. Weil ich mir gut vorstellen kann, dass mir das passiert. Deswegen würde ich gerne wissen, wie viele Kisten ich vorher übersehen habe, damit ich rechnen kann, ob ich denn sonst alle gehabt habe. Jetzt hier. Hat natürlich nicht geklappt. Wäre zu schön gewesen. Eine Minute hätten wir jetzt noch Zeit, wenn wir Gold kriegen wollen würden. War das richtig? Ich glaube nicht. Grammatikalisch. Ach, wieder nicht ganz touchiert, so wie ich es wollte. 10 Kisten fehlen jetzt noch. Einen haben wir übersehen, das heißt, es müssten noch 9 kommen. Das kann auch hinkommen.
2-Sekunden-Kiste, da ist auch noch ein bisschen Kacke. Das ist quasi so mit der 1-Sekunden-Kiste die einzige, die ich übersehen habe. 2 habe ich jetzt übersehen. Heißt, 5 müssen noch kommen. 5 Kisten müssen noch kommen. Mit Gold wird es auch schon extrem knapp, würde ich sagen. Wenn wir es überhaupt schaffen können. Ja, wir brauchen sowieso Platin. Das heißt, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Wir müssen links rumfahren. Da haben wir irgendwo noch eine Kiste übersehen. Hier, glaube ich. Genau. 2 Sekunden. Sonst dürfen wir alles haben. Ganz am Ende kommt noch 1 Sekunde und dann müsste hier jetzt noch was sein. Hier ganz weit fahren. Genau. So, da sind noch 3 Sekunden. So, bei den nächsten Pipes ist nichts und dann müsste noch mal irgendwo was sein. Irgendwo hier. Dachte ich zumindest. Dann ist hier halt nichts mehr. Doch, da war noch eine Kiste. Gut. Die ist fies. Sollte man rechts rumfahren wahrscheinlich. Gut, Gold kriegen wir aber. Gold zumindest kriegen wir, dann können wir die Platinzeit checken. Können wir die fucking Platinzeit checken. Und weh, das war jetzt 40, dann raste ich aus. Nee, es war 30. 10 Sekunden müssen wir noch gut machen. Mit dem Bonus ist das möglich. Also alle Kisten holen, dann können wir das schaffen. Und wir könnten vielleicht doch noch mit CTR Replay gleich aufkommen. Ich weiß es nicht. Das wird schwierig. Aber wir haben jetzt beim ersten Mal Saphir bekommen, beim zweiten Mal Gold bekommen. Vielleicht kriegen wir also im dritten Run Platin. Oder trotzdem im nächsten Part irgendwann. Ich bin sehr, sehr gespannt. Kann mir überhaupt noch nicht vorstellen, ob ich das jetzt hier gut schaffe oder nicht. Aber eigentlich bin ich guter Dinge, weil es sind 10 Sekunden, die kriege ich durch den Bonus raus und die Kisten an sich. Man muss alle Kisten erwischen, dann ist es eigentlich locker machbar, würde ich sagen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und hoffentlich dann mit dem Platonik. Bis dahin, tschüss.